So, Mahlzeit mal wieder. Am Wochenende war Rumbeck Schützenfest und mein Jüngster war mit drei von seinen Kumpels hier, hatten sich eingeladen zum Vorglühen, weil es dann der kürzeste Weg ist. Ja, dann habe ich die bekocht und begrillt und zum Dankeschön haben sie mir dann so ein kleines Fläschchen, so ein Piccolo mitgebracht. Also, nicht muss ich dazu sagen, der schmeckt lecker. Ist natürlich alkoholfrei, ne? Nein, war sehr schön. Ich bin dann genötigt worden, mitzukommen. Und ich sag mal, ab 10:45 haben die bei mir wieder am Balkon gesessen. Und ich bin dann um 12 dazugestoßen. Und wir haben bis 4 Uhr morgens hier gesessen am Balkon. War richtig schön. Also insofern könnte man öfter machen. Kann ich mich dran gewöhnen. Hält einen so ein bisschen jung. Vor allen Dingen in meiner Situation. Ich habe schon wieder Gicht im Knie. Ich könnte kotzen. Ich kann mein Bein kaum bewegen vor Schmerzen. Ah, das ist so. Ne? Alter. Das Alter. Warte mal, jetzt mal bitte keinen Scheiß hier. Spielstand wechseln. Kapitel 4, 18:11, Kapitel 1, Kapitel 2. Jetzt sagen wir nicht, der ganze Spielstand ist weg, dann gehe ich mal kotzen. Ah, okay, ich muss so ins Spielmenü, ne? Wo war das denn nochmal? Oh, da oben. Ah, fortsetzen. Kriegst du gerade schon Panik? Ach, herrje. Du Scheiße. Ich bin total raus. Also, ich habe jetzt natürlich ein paar Tage nicht gespielt. Hab natürlich wieder vergessen. Schönen Gruß an Nicole. Meinen Spielemodus anzumachen, aber den brauche ich heute nicht, ist sowieso dunkel. Mit Rollo runter. So. Dann. Hast du daran gedacht, den Dankesbrief an meine Schwester zu schicken? Hab ich. Das ist mein skeptisches Gesicht. Dran gedacht. Ich hab's nur nicht getan. Fotografisches Gedächtnis. Wieso passiert das immer? Aufgaben vergesse ich immer. Ich fand beim letzten Mal übrigens, dass es zu leise war. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass von der Klimaanlage kam, dass die da rausgefiltert hat. Also ich muss den Weg runter, ne? Ich muss da raus. Geht es noch? Wenn der so läuft, wie er weiterläuft, dann läuft das noch nach da. Was ist denn jetzt? Ich habe nichts gemacht. Ja. Ich schätze, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, es dir zu sagen. Was denn? Deine Cedric die Eule-Tasse ist nicht heruntergefallen. Ich habe sie weggeworfen. Was? Ich liebe diese Tasse. Es war Schimmel drin. Das verfeinert den Geschmack. Das ist ein Gourmet. Ich versuche mal einfach hier runter zu gehen, ne? Ach du Scheiße, ich habe mich selbst abgeschossen. Willst du mich austricken? So, holen wir uns einen Viererschlitten, wenn wir hier raus sind. Wie wär's mit einer Schneeballschlacht? Können wir Kuchen auf Hirtis werfen? Oder eine Runde Schnickschnack-Schnee? Schon mal Schneeflockensalzer probiert? Ja, sehr lecker. Los, bauen wir majestätische Schneehörner. Oh, ich mag unsere kleinen Insider. Suche stets. Tut mir leid. Nicht der richtige Zeitpunkt.
Gut, das war schon mal nicht richtig. Also es macht ja Sinn, die alle so zu verteilen, dass ich da durchkomme, nicht wahr? Ping, 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 ping. Da darf er ruhig hinschießen. So, also das ist ja dann Stundenrätsel. Wie ihr seht. Scheiße. Wenn ich jetzt dahin gehe, geht er nach da. Wie kann ich denn die Choice wieder wegmachen, oder? Ja, also ihr seht schon. Das wird ich den jetzt dahin mache, dann schießt sie den an. Ja, okay, geht. Also ich muss im Prinzip ja nur hier durchkommen, nicht wahr? Gut, ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich durch bin. Das dauert wieder. Nein, ich kriege die Lösung nicht. So, ich habe ein bisschen gebastelt, bin auch sogar einmal durchgekommen. Und jetzt habe ich gedacht, ich versuche das nochmal. Ich muss mir den Weg freiräumen. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich mal, indem ich mal hier unten anfange. Jetzt bin ich ja noch nicht gefährdet, weil wenn der jetzt da schießt, pock, 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 haut das doch nach da ab. Ja, so langsam habe ich begriffen, wie diese Pfeile fliegen. Ach gut, genau, da habe ich eine weggehauen. Habe ich gedacht, yeah, ich habe gewonnen. Da habe ich gedacht, nee, scheiße. Ich muss ja wenn ich nach da gehe oder mache ich den erstmal nach da? Das war glaube ich das, was ich gemacht habe. Man vergisst es ja. Kacke. Dann hat man einmal die Lösung gehabt, denkt sich, ach ja, Mensch, super. Und dann hat man es doch wieder vergessen. Aber ich meine, jetzt kann ich erstmal auf diesem Weg so ein bisschen, ne?
Ich muss jetzt genau gucken, was ich mache. Nicht, dass ich mich wieder selber in die Patsche schieße. Ja, jetzt schieße ich den nochmal weg. Dann ist er wieder da. Aber ich kann jetzt nochmal, ne? Wenn ich jetzt ein vorgehe, geht er nach da, schießt da und trifft mich. Scheiße, er trifft mich schon wieder. Nein, warte. Nee, scheiße, wenn ich den jetzt wegsetze, kommt er ja. Ich hab's vergessen, der kommt da jetzt zurück und wenn ich jetzt hier bin, erschießt er mich. Also mache ich den mal einen nach hinten. Und wenn ich den jetzt nach da mache, nee, scheiße, den nach da, hier schieße ich ihn, dann ist er da, dann gehe ich einen vor, dann ist er da, dann gehe ich einen nach rechts, dann ist er da, also der muss weg, den nach da, dann erschieße ich ihn, ne, ja, auf Wiedersehen, so, und jetzt kann ich noch einen machen, ne, müsste es doch gewesen sein, oder? Oh, ja! Hurra! Fürchterlich, ich hasse sowas. Geschafft! Nicht ganz. Money. Bananen. Wärt ihr so nett? Aber natürlich. Alle Mann einfrieren. Exzellenter Schuss, Eure Hoheit. Ich befehle dir, uns alle freizulassen, Sphinx. Und unsere Bande sind dicker als dieses brüchige Eis. Schatz, du meinst wohl, lass uns gehen, Manana? Nein, so nenn ihn nur seine Sklaven. Lass uns frei, Manny. Du bist durchschaut. Wie entzückend. Deine neue Familie hat mein größtes Rätsel gelöst. Hat auch lange genug gedauert, Idioten. Die verstellte Stimme geht auf die Stimmbänder. Und du, Gwydion, was für eine Enttäuschung du doch bist.
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Enttäuschungen liegen dir schließlich im Blut. Du solltest aus Daventry ein ansehnliches Königreich machen. Was hast du dir nur gedacht? Dein Katzentrick war nur ein kleiner Rückschlag. Du hättest wissen sollen, dass ich viele andere Sklaven... Freunde mit magischen Fähigkeiten habe. Ich habe dich besser erzogen. Jetzt lässt mir dein Verhalten keine andere Wahl, als dich und deine Familie einzuführen. Zeit, ein neues Vermächtnis zu beginnen. Genug, Manny. Schluss mit deinen Spielchen. Du nahmst mir mein Leben, meine Freude und meine Würde. Ich werde nicht länger dein Sklave sein, sondern mein eigenes Glück finden und mein eigenes Leben leben. Ich bekomme meine Kindheit nicht zurück, wenn ich dich vernichte. Aber vielleicht wird es ein anderes Kind retten. Ich brenne dir den Pelz aus dem Gesicht. Sprich nicht so mit meiner besten Freundin. Ja. Gut, dass ich beidhändig bin. Nein, du könntest wie schmelzen. Ich hasse diesen Namen. Ich weiß, meine Freundin ist da drin. Hör auf. Wir kämpfen zusammen gegen die Kälte. Hör nicht zu. Hört nicht auf sie. Sie will euch manipulieren. Sie ist nicht eure Freundin. Freunde lassen sich nicht im Stich. Habe ich euch je verlassen? Wie? Wenn ich gewusst hätte, was los war, wäre ich sofort zu dir gekommen. Ich war nur so beschäftigt mit dem Schloss und den Kindern. Muss toll sein, sich um solche Dinge zu sorgen. Soll ich auf die Feuern machen? Ganz ruhig, Alexander. Prinzessin Vi von Ost-Kolima. Du musst dich erinnern. Halt nicht auf ihre Tricks rein. Euer Majestät, hört mir zu, eurer echten Freundin, die euch eure Freundschaftskrone gab. Hätte ich sie jemand anderem geben sollen? Ich kann jederzeit eine andere Königin krönen. Nies! Was habe ich getan? Alles ist vergeben. Komm her! Wie? Du Monster! Ei, ei, ei. Feuer auf ihn, Alexander! Verbrenne ihn! Nein, Ma, ich habe eine bessere Idee. Ah, das schon wieder. Pa, führe meinen Schuss! Mund, ne? Macht Sinn. Gib mal dein Bestes, William. Hoffentlich passt das. Mein Name ist Alexander. Ich muss gleich mal wegen der Lautstärke gucken. Das kommt mir so leise vor. Auf einmal. Ich weiß auch nicht. Ich habe nichts gemacht. Scheint, als hättest du versagt. Schon wieder. Oh nein. Der Schuss war schnurgerade. Ah, oh, jetzt fängt er auch noch an. Oh. Oh, wie schlau von. mir ist gar nicht gut. Katzeklo, Katzeklo, oh, mach dachte, die richtige Katze. Nein. Katzeklo. Nein. Mach die Was richtige Katze. Wart's nur ab. Seid verflucht, Dummköpfe! Das hier ist noch nicht zu Ende! Und von Miau an nicht schon wieder! Sprich weiter! Miau! Warte einen Moment! Kichert? Ja. Das hört sich ja dann schwachsinnig an. Das wirst du noch bereuen! Okay. Starke Katze, wa? Miau. Mhm.
Wir waren wieder in dem gleichen Raum gefangen. Dieses Mal dachte ich, dass Alexander uns einfach aussprengen könnte. Aussprengen? Wäre das nicht gegen die Rätsel-Ehre? Nein, Pa. Machen wir das richtig. Mein Sohn fand endlich Gefallen an Rätseln. Und ich hätte kein stolzerer Papa sein können. Das ist ein Gestöhne hier, ne? Schrecklich. So, ich will mal eben nach dem Ton gucken, weil das ist mir jetzt keine Ruhe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Auch nicht viel lauter, ne? Ja, leiser. So, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ne, mehr geht nicht. Komisch, verstehe ich nicht. So. Ich würde mal sagen, hier muss was hin. Achtung, ich suche nach Hinweisen. Okay. Hoffentlich erscheint bei der richtigen Melodie ein guter Geist. Das kann nicht sein. Ich probiere es nochmal. Haben wir nicht. Was hat die? Hat der was in der Hand? Da ist was. Hat er einen Hinweis gefunden? Trara. So, den kann ich immer hier drauf liegen wahrscheinlich. Buch, Vase, Herz, Blatt, Sterne. Okay. Meinen goldenen Pfeil habe ich auch noch, ne? Das könnte eine Weile dauern. Da geht's weiter. Guck mal. Hier ist. Da müssen wir hin. Ist da noch ein Schloss dran, zack. Den Tod knacken, um zu entkommen. Ne. Auf dem Schild stand, vier Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat dreimal drei Ecken. Dreimal drei Ecken. Also drei Dreiecke muss ich machen. Du Scheiße, vier darf ich wegnehmen? Vier, ne? Ja, scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, hier den. Eins, zwei, drei. Ja, eins, zwei, drei, vier. Das passt, ne? Eins, zwei. Oder die? Ach, das ist der Code. Das ist hier, das ist egal. Ich kann jetzt die wegnehmen, die beiden. Dann habe ich hier die 6. Wenn ich die beiden wegnehme, habe ich da die 6. Hallo, kann ich das nochmal sehen, bitte? Kann ich das? Ah, 1, 4, 6. 1, 4, 6, 3 Stellen hatten wir da hinten, ne? Aber hier ist ja noch mehr, guck mal. Das sind Bilder. Spannend. Faszinierend. 2, Jetzt kommentiere ich. 2, was? Weiter. Das verrät sonst noch die Lösung. Dieses Schild muss lesen. Kopfschütteln, dann ist's gewesen. Da sieht man hier wie so ein Depp. Das ist ein Hufeisen. Ja, 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 ja. Oh, Hölle. Ja gut, da sieht man es ja. Kann
kann man so besser sehen als andere. Also eins, eins. Eins ist ein Hufeisen. Eins ist ein Hufeisen. Sanduhr. Geht zum Schwert. Hier kann ich aber gar nichts machen. Hat auch keine Bedeutung anscheinend, ne? Hä? Ich würde diesen Schalter nicht nochmal ziehen. Ach so. So, was habe ich jetzt? 1, 4, 6. Hufeisen. Sanduhr. Hilft mir nichts. Hilft mir gar nichts, ne? Gott, bin ich gut. Ja. Leute, ich habe etwas gefunden. Kobuti. Okay. Ach, das sind vier Stück. Kobuti, spiel mal. Das muss die Reihenfolge für die Noten sein. Gehe ich von aus. Ich hatte gehofft, dass die richtige Melodie entweder. Nun, spiel weiter. Ha, schau mal. Ah, guck mal. Jetzt geht's ja hier Schlag auf Schlag, was? Ich habe das Puzzle gelöst. Ein schönes Herr von Schlingen. Wie soll das ein Hinweis sein? Ein Teil ist noch übrig. Keine Ahnung. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Ich bin so stolz auf dich, Sohn. Vielen Dank. So, das war Nummer 3. Frau hat 4. Mit lila Herz drauf. Habe ich nicht vorhin ein Herz gesehen hier? Wenn jemand Puzzleteile findet, bringt sie zu mir. Ja, da brauche ich aber das. Dann bringen wir es nochmal zu dir. Fehlt ein Teil. Opa, Opa. Nee. Was ist denn mit dir, Fräulein? Bist du jetzt hier fertig oder nicht? Morgen kommt der Weihnachtsmann. Das soll ein Buchstabe sein, oder was ist das? Oh, ey. Hölle. Also eins ist ein Hufeisen, das habe ich schon mal gesehen. Da ist das Schwert. Hä? Zwei? Eins? Was ist denn zwei? Ein Pfeil nach da. So, eins ist Hufeisen, zwei ist, was war, war da was?
dir schon die witzige Geschichte von der schwarzen Katze und der Treppe erzählt? Nee, ist mir das egal. Was haben wir denn hier? Ach, da stand sie ja vorhin vor, da konnte ich gar nicht... Gucken. Das war Zufall. Von jeder Klinke geht eine Linie weg. Von allen Klinken bis auf zwei enden die alle irgendwo. Da, da, die geht nach da, die geht nach unten, die geht nach da, da. Diese hier geht zu der. Also, denke ich mal, müssen wir die. Das ist wirklich so ein Spiel. Man muss sehr genau beobachten. Ja, dann bringen wir den mal hier mit zu. Wa? Wenn jemand Puzzleteile findet, halt die Klappe. Tada! Fehlt noch eins. Noch ein Hinweis. Ach, guck mal, das ist ja schön. Kann mir jemand helfen? Ich habe es fast zusammen. Damit ist das ja vollständig, ne? Ach, ich brauche da hinten das Wort. So, eins. Eins ist Hufeisen. Eins ist Hufeisen. Was ist denn zwei? Ist ein Pfeil. Drei ist das Puzzle, das Herz. Und vier ist irgendwie Weihnachtslied. Mal gucken, was jetzt hier drauf ist alles. Was hatte ich jetzt gesagt? Eins ist Hufeisen. L. 3 ist das Herz. V. Und 4. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Aber ich habe kein Instrument. Die Sanduhr ist da noch. Wo geht die denn hin? Oh. Also 1L, 3V. L-O-V. Ah, welches Wort könnte man damit bilden? Wenn noch ein Buchstabe fehlt. Wo geht der denn hin? Ah, das soll die Sterne. Ach ja, super. Ich weiß nicht, was das Lied mit Sternen zu tun hat. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Aber ganz ehrlich, ich behaupte, die Lösung ist Love. Liebe, die wahre Liebe. Wollen wir es versuchen? Wir versuchen es, komm. Ja, aber das mit den Sternen verstehe ich nicht. Ups, ich muss ja, glaube ich, hier anmachen, ne? Das war bei irgendeinem Spiel, dieses Geräusch. Da wurde was aufgeladen. L-O haben wir doch schon, guck mal. Hatte ich ja vorhin schon. Ich habe erst gedacht, Lord. Luft. Sehr interessantes Alphabet. Lufe. Oh. Ganz ehrlich, ich habe auch so langsam keine Lust mehr auf diese Rätsel und Rätsel und Rätsel und Rätsel und Rätsel. Also das war bis jetzt der anstrengendste Teil. Bis jetzt. Ja.
Ja, scheiße, ne? Arme Vieh. Sie ist jetzt an einem besseren Ort. Ja, wo denn? Scheiß Urlaub. Wir werden uns wiedersehen, Freund. Danke für alles. Da ist sie noch mal. Das war aber schon traurig jetzt, ne? Das war aber traurig. Der zweite Verlust hat Chaka ist ja auch schon gestorben. Es ist einfach, jemanden in seiner Bestform zu lieben. Aber das größte Rätsel, das unsere Familie je gelöst hat, war zu lernen, einander zu lieben, wenn wir am Boden waren. Selbst wenn wir dem anderen gegenüber kamen, haben wir immer Wege gefunden, uns gegenseitig aufzuhalten. Oh. Ja. Alles weg. Kannst du hieraus einen weiteren Trank machen? Ach, er doch wieder. Und wundersamen Zutaten. Vielleicht. Aber es wird. Und ich brauche einen neuen Deckner. König Graham ist uns sicher auf der Spur. Was schwebt dir vor, Bruder? Es ist an der Zeit, meinen Sklavennamen abzulegen. Was hältst du von dem Namen Mordag? Ende. Doch nicht. Gard ist traurig. Das habe ich aus der Küche geschmuggelt. Ey, ja, immer fest an die Ärmel. Was ist das? Lies. Addendum 48677. Das kenne ich. Der König von Daventry kann jeden würdigen Mann als Thronfolger bestimmen. Nicht das. Ja, es gibt scheinbar einen Änderungswunsch. Die obige Aussage soll in Folgende geändert werden. Der König von Daventry kann jede würdige Person als Thronfolger bestimmen. Es tut mir so leid. Person. Davon habe ich nichts gewusst. Ich weiß, wie sehr du dir wünschst, Thronfolger zu werden. Darum geht es mir doch gar nicht. Lies weiter. Werte Beamte, ich schreibe, um die 30-tägige Wartezeit aufzuheben, die für eine solche Änderung nötig wäre. Die Änderungen in diesem Dokument sollen sofortig wirksam sein, da ich im Sterben liege. Ups. Naja. Sterben? Was? Du hast gesagt, er hätte noch ein paar gute Jahre. Das dachten wir alle. Die Ärzte sagen, es kann jederzeit soweit sein. Jederzeit? Ich will ihn nicht verlieren. Schon gut, Gar. Das will ich auch nicht. Oh. Das ist aber ein sehr trauriges Ende von Kapitel 4, was? Gleich zwei verloren, ne? Snow Place Like Home heißt es auf Englisch.
Alice im Wunderland. Nee, nicht Alice im Wunderland. Ach. Uralter Film. Der Zauberer von Oz. Jetzt habe ich's. Ja. Huch. Sehr trauriges, melancholisches Ende, muss ich ja mal sagen. Hatte ich so gar nicht mehr am Schirm. Ja. Ob ich jetzt noch weitermache mit Kapitel 5, weiß ich nicht. Ich habe extreme Schmerzen im Knie, kann mich also weder... Ich habe es jetzt durchgestreckt, das tut weh. Wenn ich es gebeugt habe, tut es weh. Ich weiß noch nicht, was ich mache, damit es nicht weh tut. Pulle Whisky trinken, keine Ahnung. Ja, guck mal. Das war Kapitel 4. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Also es war anders. Also jedes Kapitel ist ja komplett anders. Es ist also nichts irgendwie, dass das eine dem anderen genau ähnlich ist oder so. Also das war jetzt ja richtig hier Kopfkrise, ne? Denken, 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 Winnie Pooh. Ja, war aber nichtsdestotrotz sehr schön, sehr anstrengend. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch auch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Und danke fürs Zuschauen. Und wie immer. Und tschüss.